Hi Martin hier, 13.8. Ich wollte einmal ganz kurz nochmal die Marktphasen besprechen, weil viele, glaube ich, Trader immer versuchen, die Zukunft vorherzusagen, aber noch nicht eigentlich genau definieren können, wo wir eigentlich stehen. Ich wiederhole nochmal kurz, ich habe euch, glaube ich, in meinem Cockpit-Video gezeigt, was bewegt den Markt eigentlich. Wie gesagt, das sind die Fundamentals, das sind die COT-Reports, das sind die großen Marktteilnehmer. Das ist die Notenbank, das sind fundamentale Sachen. Dann kommen die Technicals. Das ist sozusagen die Chartanalysen, die wir zur Verfügung haben. Da kommen die ganzen Indikatoren, die es gibt. Die können uns das definieren oder helfen, zu entscheiden, wann wir reingehen. Und wir müssen auch wissen, was bewegt eigentlich den Markt, und zwar die Buyers und Sellers. Ja, die bewegen den Markt. Die sind natürlich auch ein Teil von diesen ganzen Marktteilnehmern. Ich meine, 70, 80% sind ja professionelle Marktteilnehmer. Das heißt, Volumen und Open Interest ist dahingehend interessant. Da soll man sich immer wieder vor Augen führen, diesen Kreis. Ja. Und wir haben ja auch definiert, es gibt 8 Marktphasen. Ja. Mehr gibt es einfach nicht. Ja. Da haben wir gesagt, da gibt es einen schwachen Trend, abschwächend, dann schwachen, dann stärker werdend, stärker Aufwärtstrend beginnend, stärker Abwärtstrend beginnend, ja. Starker Aufwärtstrend stärker werdend, starker Aufwärtstrend schwächer werdend, starker Abwärtstrend stärker werdend, starker Abwärtstrend schwächer werdend. Da haben wir auch die entsprechende Preis-Action dazu. Und da könnt ihr auch gerne mal anhand des Videos jetzt eure Charts mal anschauen, einfach mal definieren, in welcher Marktphase sich jetzt euer Markt befindet. Ja. Denn für eine erfolgreiche Trading-Strategie muss dir schnell Folgendes vermitteln. Also eine erfolgreiche Trading-Strategie. Und zwar die Stärke oder Schwäche eines Trends. Du musst wissen, ist ein Trend stark oder schwach. Das musst du irgendwie erkennen. Ob die Buyer oder die Seller die Kontrolle haben. Ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Und das Momentum der aktuellen Preis-Action. Ja, das ist also sehr wichtig. Das sind die Hausaufgaben des Traders. Und nicht, wie oft immer, was macht der DAX morgen und wo gibt es Signale und wo gibt es Pivot Points. Das mag sein, dass die interessant sind. Aber es ist, man muss eine andere Brille aufsetzen, weil ein Pivot Point kann durchbrochen werden aufgrund eben entsprechender Marktphasen. Glaubt mir, der Trend heißt nicht umsonst ist your friend, aber viele erkennen den Freund nicht und beschäftigen sich nicht damit. Diese Trendstärken und Schwächen, die bestimmen letztendlich auch die weitere Entwicklung des Marktes und die Möglichkeiten, die ein Markt dann auch hat aus diesen Trend und Condition, ja, und Konditionen sozusagen rein zu rauszukommen, ja, oder in die nächste Condition reinzugehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer. Und ich habe jetzt auch nochmal, wie gesagt, unser Setup mal so vorbereitet. Das heißt, bevor wir jetzt irgendwelche Strategien, Optionsstrategien machen, lass uns nochmal diskutieren. Wie könnten wir zum Beispiel so eine Analyse machen? Das ist jetzt momentan der aktuelle S&P. Ja, am 13. September jetzt aufgenommen, dieses Bild. Wo stehen wir denn? Ja, und dies nochmal kurz nebenbei. Vielleicht mal jetzt in diesem Video kurz, ich überlege, ob ich ein eigenes Video dazu mache. Muss man denn Betriebswirtschaft studieren oder Volkswirtschaft, um ein guter Trader zu sein? Nein. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, ja, und Volkswirtschaft und denke, habe ein gutes Grundwissen und interessiere mich generell. Aber ich sage euch etwas, es stört mich eigentlich momentan, weil es betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich nicht gesund ist, was jetzt hier vonstatten geht. Ja, das ist wieder eine Blasenbildung. Ja, sage ich mal, leider. Und das tut einem Betriebswirt, Volkswirt nicht gut, weil er weiß, dass es einfach, wenn etwas nicht gesund ist, ist es nicht gesund. Beim Trading blockiert es mich derart, dass ich mich irgendwie schwer tue, long zu gehen. Ja, und dann nehme ich jetzt nochmal ein paar Videos, das habe ich da vom Coco angeschaut. Er hat eigentlich vollkommen recht. Manchmal muss man einfach traden, was man sieht. Man muss traden, was man sieht. Ja, ich meine, ich trade andere Märkte. Momentan tue ich mich mit Aktien mal einfach schwer, das ist der andere vielleicht nicht, vielleicht weil man auch vielleicht gar nicht die Kenntnisse hat, vielleicht was eigentlich dahinter steckt. Und das ist die Problematik. Und deswegen sage ich euch gleich mal vorab als interessanten Gedankenanstoß: Trade what you see ist wirklich ein unglaublicher eine Arbeit. Das ist nicht ein schönes Wort, ein schöner Satz, sondern man muss wirklich das traden, was man sieht. Ja, und deswegen versuche ich auch jetzt immer wieder nochmal
diese harten Fakten des Marktes, der Dynamik darzustellen, damit man das tradet, was ist und nicht, was man denkt, wäre gut oder ist nicht gut. Der Preis hat immer recht, das ist eine gute Diskussionsgrundlage. Könnte man eigentlich auch ein Video drehen. Im Preis steckt alles drin, also muss der Preis recht haben. Wenn der Preis nicht recht hat, ja, dann stimmt was nicht, aber es kann ja nicht sein. Warum? Weil du kannst ja nicht etwas traden, was andere denken, was vielleicht anders wäre. Also du kannst nur das traden, was der Preis hergibt. Und wenn Leute bereit sind, für diesen Preis zu zahlen oder mehr zu zahlen, als er kostet, dann gibt es Gründe dafür. Ja, wie die Gründe sind, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass 80% der Trader eben professionelle Trader sind. Ja? Das heißt, die machen nichts ohne Grund. Ja? Das heißt, der Preis, da steckt alles drin, da ist die Wahrheit drin. Ja? Das klingt zwar esoterisch, aber der Preis muss immer recht haben. Ja? Das heißt, uns interessiert als Trader nur die Preis-Action. Eine Preis-Action, eine Dynamik des Trends, eine Dynamik des Marktes, mehr interessiert uns nicht und daraus entstehen eben Entscheidungsmöglichkeiten, Strategienmöglichkeiten. Schaut mal an, wir könnten jetzt zum Beispiel hergehen und zum Beispiel diese Phase jetzt einfach mal schnappen. Ja, wir könnten jetzt hergehen, das vom ADX, wir haben gelernt, der ADX ist der Schwarze, der sagt nur die Stärke eines Trends. Ja, das heißt, jetzt wenn der jetzt anfängt zu steigen, ja, der sagt uns die Stärke eines Trends, aber er sagt uns nicht in welche Richtung, der sagt uns den Minus. Ja, ist ja auch klar. Ja, das heißt, hier haben wir schon ein, zwei, drei Candles unterhalb der Bollinger Bänder und unterhalb des mittleren Bollinger Bandes. Die Parabolik, die meistens oberhalb des Candles ist, deutet auch auf einen Abwärtstrend hin. Ja, wir sehen auch von der Distributionsphase der Parabolik, also Distribution heißt, dass die für mich Distribution, für mich eine Definition, die ich dahingehend definiert habe, dass natürlich die Punkte sich erweitern. Das heißt, die Preissektion ist ein Momentum entsteht. Das heißt, hier könnten wir sagen, dass die Marktphase des stärkeren Abwärtstrends ist. Ja, okay. So, das heißt, hier eine Long-Position einzugehen, ist nicht klug. Ja? Ist einfach nicht klug, weil du völlig gegen den Trend handeln würdest. Hier würden natürlich viele Anfänger wahrscheinlich einen Fehler machen, so jetzt irgendwo ist der Boden, Boden, nein. In dieser Phase, wenn diese Distribution ist, ist die Wahrscheinlichkeit gegen Null. Die geht gegen Null, dass der Markt jetzt diese Bewegung macht. Noch einmal, wir reden auch immer wieder von Wahrscheinlichkeiten, weil man steckt nicht drin. Natürlich gibt es einmal diese Formation, einmal in ein paar Jahren vielleicht, ja. In bestimmten Situationen und Trends. Aber meistens braucht er einfach diesen Schwung, ja, um Luft zu holen. Das ist einfach eine Marktdynamik. Das könnt ihr euch passen oder nicht. Das ist so. Und deswegen gehen wir aber nicht her und sagen, ja, aber er kann. Natürlich kann er. Aber wir diskutieren die möglichere Wahrscheinlichkeit. Ja, gewöhnt euch dran. So, das heißt, wir würden hier entsprechende Strategien aufbauen. Oder ich würde jetzt hier. Beispiel, wenn der Trend abflacht, ja, das heißt, die Stärke des Trends nimmt ab, da könnte man jetzt von einer Marktphase sprechen, dass man sagt, so, jetzt ist der Abwärtstrend abschwächend und da haben wir eine steigende Preis-Action. Haben wir das irgendwo? Stärker Abwärtstrend, schwächer werden, oh, steigende Preis-Action. Das heißt, ich habe diese Folien, werde ich wieder jetzt in Google Drive stellen. Nehmt die Folien, glaubt mir. Übt lieber das und dann werdet ihr sehen, wie einfach euch dann der Rest fallen wird später. Sind wir in einer Range? In welcher Marktphase sind wir? Ja, wer bestimmt jetzt hier, zum Beispiel jetzt hier, guck mal, bleiben wir mit dabei, Stärke oder Schwäche eines Trends. So, das haben wir hier. ADX sagt uns, je höher der ADX, desto stärker ein Trend. Ja, können wir an das ADX erkennen. So. Was können wir noch erkennen? Wir können erkennen, ob Buyer oder Seller die Kontrolle haben. Da sehen wir D plus D minus. Hier ganz klar haben die Seller, hier haben die Seller, die Verkäufer die Kontrolle. Punkt aus. Da musst du dich auf die Seite stellen. Da gibt es nichts anderes. Da kannst du sagen, man möchte immer gerne, es ist psychologisch so, man denkt, ich möchte den Markt beherrschen, ich bin irgendwas Besonderes. Der Peter, der Hans, der Martin muss besonders sein. Also bin ich schlau und gehe jetzt dagegen, weil ich möchte jetzt den Tiefpunkt erreichen. Das wird zum Scheitern verurteilt über die Monate. Man kann Glück haben, man kann ein, zwei, drei Trades machen. Aber diesen gegen den Trend traden ist einfach
Kopfschmerzen. Warum? Warum? Kann man viel andere Strategien machen, viel bessere. Fallt nicht in eine Psychologiefalle. Wir sind klein und dumm, wir wissen nichts, wir machen das, was der Markt uns vorgibt. Punkt aus. Ob ein Buy oder Sell die Kontrolle haben, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist, aha, da sehen wir hier, habe ich einmal die Stochastik, einmal RSI. Ich benutze RSI, weil ich habe mich ja eben daran gewöhnt, dass die 60er für mich so eine Blockade ist, dass der Markt in einer Range, wenn der Trend schwach ist, da blockiert oder nicht. Beim Slow Stochastic kann es natürlich die 80er Region sein, das könnt ihr definieren, wie ihr wollt, beides funktioniert. Ja. Und da kann man sehen, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Aber immer in Verbindung eines Trends, bitte. Ja, wenn ein Trend stark ist, darf der Markt überverkauft sein. Ja. Hier ist er nämlich überverkauft, eine Zeit lang. Das darf er sein. Die Info nützt euch nichts bei einem starken Trend. Also müsst ihr wissen, ob ein Markt trendet. Ihr kommt nicht drum rum, um zu wissen, wenn ihr erfolgreich sein wollt, ob ein Markt trendet oder nicht. Und dann könnt ihr auch feststellen, ob der überkauft oder überverkauft ist. Interessiert euch dann in dem Fall nicht. Ja. Sondern ihr schaut einfach eher auf die Stärke des Trends und sagt so, jetzt langsam nimmt die Dynamik ab. Die Parabolik kann euch dahingehend auch helfen. Ja, wie kann die euch helfen? Ich versuche das mal wegzumachen, diesen Bildschirm. Weiß gar nicht, wie man das wegkriegt. Warte mal, radiere, radiere. So macht man das weg. Rucki-zucki. Siehst du, ich lerne auch was. So, schaut mal her, die Parabolik hilft uns auch in der Beziehung. Wie kann sie uns denn da helfen, die Parabolik? Mein Gott, sie kann uns dahingehend helfen. Das nämlich hier, ja, die oberen Punkte, Parabolik SAE heißt ja Stop and Reverse Point. Und wenn dieser Punkt, ja, das ist einfach eine Berechnung, das mache ich mal ein extra Video von Welles, ich mache ja den ADX-Webinar, aber machen wir auch natürlich, wir machen ein RSI-Webinar und wir machen ein Parabolik-SR. Und dann habt ihr die besten Tools, die es auf dieser Welt gibt, um einen Trend, um eine bestimmte Situation zu erkennen. Und wenn dieser Punkt durchbrochen ist, fängt meistens unten, und interessanterweise ist das genau oft auf dieser Ebene, ja, fängt diese Parabolik an, die sagt uns, dass von der Preisaction, von der Dynamik her jetzt gegebenenfalls ein Gegentrend kommt. Ja. Das heißt, hier hast du schon eine Wahrscheinlichkeit. Ja, ich mache mal wieder das andere, da kann ich das besser definieren. Da kann ich das besser definieren. Warte mal kurz, so machen wir mal grün, ist egal. Hier, ne, kannst du dann schon sehen, wenn diese untere Parabolik beginnt, wenn dieser Trend langsam abnimmt, ja, dann. Das sagt uns jetzt eigentlich gar nichts von der Situation. Wir müssen uns mal überlegen. Wir können überkauft. Wie können wir hier überkauft sein? Frage ich mich gerade. In dem Bereich. Entschuldigung, das ist hier schon. Das ist hier. Wir sind ja erst hier. Ja, also da sind wir ja gut dabei. Entschuldigung, ich kann das schlecht erkennen. Habe gerade mich gewundert, warum das in diesem Bereich überkauft ist. Dann merken wir, guck mal, wir sind jetzt in einem. Aus dem überverkauften Bereich eben, ja, genau, guck mal, passt ja auch, muss man halt mal so einen Strich machen, wird man hier. Genau, guck mal, wir sind aus dem überverkauften, kommen raus. Also hier könnte man eben Strategien fahren. Ich habe da so ein extra Bild noch gemacht in der nächsten Folie. Aber wir definieren diesen, das können wir, das können wir. Ja, wir können und daraus ergeben sich, versteht ihr? Das heißt, wenn dieser Trend abschwächt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass der Markt hier nochmal kräftig runterdüst, ist kleiner geworden. Ja. Die Preisaction ist es kleiner geworden. Auch die Bollinger sind hier sehr ausgereizt. Die Bollinger, wenn er entlang dieses Bandes geht, irgendwann, wenn er jetzt über diesen, das wisst ihr wahrscheinlich, wenn er dann über diesem Band hinaus kommt, dann kommt er wieder in diese Bänder rein. Und dann ist meistens das nächste Ziel, wenn er diesen Band mal, wenn er da ausgerissen ist, wieder reinkommt, dann wird er dahin tendieren. Das ist einfach so. Ja, das ist auch eine Dynamik und die hilft euch, ja, in dieser Kombination festzustellen, welche Marktphase haben wir. So, jetzt haben wir hier eine Range-Phase. Ja, wir können hier eine Range definieren und da können wir wieder eine Strategie machen. Wir können hier Strangles machen, wir können hier Short Straddles machen, wir können hier einen Iron Condor machen, weil wir definieren, dass zuerst ein Markt abgeschwächt ist, also vom Trend her, aber eine Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Trend kommt, ist gering noch. Ja, der Markt braucht noch Luft. Ja, der Markt braucht noch Luft. Warum? Weil der Trend stark ist. Hier in der oberen Bereich ist sehr selten ein Crossing. Ja. Ein Crossing hieße, dass die Bullen, wie hier, versucht haben zu kreuzen, aber die Bären haben das momentan noch nicht zugelassen, weil der Trend einfach noch zu stark ist. Es ist sehr selten, dass es durchkracht, dann wäre das ein super bullisches Signal, dann könnte auch long gehen sofort.
aber die wahrscheinlich wird er nicht so oft kriegen auf diesem Niveau. Das heißt, der ADX muss erstmal ein bisschen runterkommen, ja, damit diese Crossings geschehen. Das ist der Grund, okay? Und dann habt ihr eben die andere Dynamik, habt ihr jetzt ein bullisches Crossing, da sagst du, aha, hier haben die Bullen übernommen. Ja, das wäre in dem Fall ungefähr hier in diesem Bereich, ein bisschen oberhalb der Bollinger Bänder. Die Parabolik ist schon unter uns, das ist gut, es zeigt eigentlich ein starker Trend. Und hier könntest du wieder neue Strategien fahren, weil du weißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt hier runterplumpst, ja, aus der Konstellation, dass die Bullen jetzt Oberhand gewinnen, zwar noch ein schwacher Trend, wir sind zwar noch im überkauften Bereich, ja, eigentlich, ja. Aber wäre per Definition eine Korrektur, da habt ihr ja vielleicht teilweise recht, aber in dem Fall ist die Dynamik der Parabolik von der Price-Action zu stark, um einfach jetzt hier so ein Abwärtsding, da hätte man, das wäre hier vonstatten gegangen, aber nicht mehr schon nach diesem Candle. Das heißt, wäre die hier irgendwo in den Markt eingestiegen, hätte ihr gemerkt, oh, jetzt könnte man im bullischen Bereich sein. Also ein anfangender, was haben wir, was könnte man, ein steigender, vielleicht nicht starker, also ein schwacher Trend stärker werdend aus der Range, oder wir könnten einen starken Aufwärtstrend beginnend, ja, mit dem starken, das können wir vielleicht ein bisschen verfeinern, ja, aber wir können sagen, auf jeden Fall, oder den starken weglassen, wir können sagen, ein Aufwärtstrend beginnend, so, das können wir definieren, und dann basteln wir hier einfach daraus immer unsere Strategien, Möglichkeiten, die wir auch mit Optionen haben. Also zum Beispiel in dieser Phase, was könnte man machen? Wir könnten jetzt Long Future gehen, Long Future und Long Put irgendetwas. Ja, in dieser Phase könnte man einen Monat Laufzeit, kannst du hier irgendwo einen Bereich nehmen, wo du den Put reinsetzt, und wärst du hier einen Monat oder so wunderbar irgendwo in einer Gewinnzone. Ja, du könntest hier auch einen Kalenderspread machen, sprich, das sind jetzt vielleicht 2 Monate, dann kannst du hier einen länger laufenden Kalenderspread, mache ich mal KS. Kalenderspread, wie gesagt, du kaufst einen 2 Monat laufenden Call und verkaufst einen 1 Monat laufenden Call, finanzierst du ein bisschen und könntest auch eventuell in diese Phase kommen. Du könntest einen Debitspread machen, das heißt, du kaufst einen Call zum Beispiel bei, sagen wir mal, bei 19, 20, in der Hoffnung, dass der Markt dahin korrigiert, verkaufst einen 19,40er. Ja, dann hättest du hier, ich mache das mal später schöner nochmal, hättest du hier zum Beispiel beim Debitspread irgendwo eine Gewinnzone gegebenenfalls. Ja, oder du gehst einfach long. Du kannst auch long gehen und einen länger laufenden Call schreiben. Dann kriegst du die Prämie, kriegst zwar, wenn du hochgehst, oder wenn der Markt hochgeht, kriegst du vielleicht nicht so viel vom Future, aber du hast von der Range hier, kannst du schön einiges mitnehmen. Das sind tolle Situationen, die du nur aufgrund deiner Fähigkeit, die du lernen solltest und die man lernen sollte als Trader, festzustellen, welche Marktphase wir sind. Und ich habe jetzt hier nochmal, so, wie gesagt, das nochmal schön gemacht, dass man eben einfach, wenn man es schafft, und das können wir, deswegen haben wir ja auch diesen Kanal, und ihr braucht auch im Grunde nie mehr fürs Trading. Glaubt mir, ihr könnt natürlich noch ein, zwei Tools dazu machen, wenn ihr dieses Setup in dieser Form hat. Ihr müsst wissen, wann ist der Markt überkauft, überverkauft, könnt ihr den RSI, könnt ihr das stochastisch nehmen. Ihr habt den ADX, der unglaublich powerful ist, ihr wisst Trendstärke und ihr wisst, wer der Buyer und Seller ist. Ihr habt den Bollinger, das ungefähr die Volatilität erkennt. Die Mittellinie des Bollingers ist immer sehr interessant. Was unterhalb der Mittellinie stattfindet, ist meistens eher dann ein Abwärtstrend. Und dann kämpft er um diese Mittellinie herum. Sollte er die Nachteile nachhaltig überwunden haben, ist es ein Aufwärtstrend. Der ADX hilft uns aber festzustellen, wann das genau geschieht. Das kann der Bollinger alleine nicht. Parabolik würde ich dann vielleicht als Signal dritter Klasse, vierter Klasse nehmen, die uns nach zusätzlich eine Information gibt, wenn sie unten ist, wäre es ein aufsteigender Trend. Wenn sie oberhalb der Candles ist, wäre es eher ein absteigender Trend. Wir können von der Parabolik lernen, ob es eine Distribution ist oder eher so eine. Der kleine Phase ist, ihr müsst ja auch das Gesamtbild nehmen. Das heißt, nach so einem Ding wird sehr unwahrscheinlich jetzt so etwas kommen. Das heißt, bei der nächsten Bewegung wird die Parabolik sicherlich eher eine Gegenreaktion sein, eine Gegenbewegung. Und dann könnt ihr vielleicht beim nächsten Einstieg hier irgendwann, hätte man dann vielleicht hier nochmal einen Short-Einstieg gesucht. Ja, so geht man an diese Märkte ran. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen, ein bisschen nahegebracht.
ein paar Situationen. Wir versuchen jetzt in den nächsten Tagen nochmal mal über die COTs, über diese Analysen festzustellen, wo stehen wir, und dann könnt ihr ja selber mal davon ausgehen, was wahrscheinlich ist. Ganz kurz beim S&P vielleicht noch zwei Worte. Wir sind im Bereich DE Plus. DE Plus steigt ein bisschen, aber wir haben einen schwachen Trend. Ist eine Gefahr der Korrektur. Warum? Weil in einem schwachen Trend wir überkauft sind. Das heißt, diese überkaufte Situation rechtfertigt nicht, also der schwache Trend rechtfertigt nicht, dass wir hier oben sind. Das heißt, dass wir hier oben bleiben dürfen. Das finde ich eigentlich eine interessante Konstellation hier. Das ist eigentlich auch sehr selten, dass die so lange hier oben bleibt, obwohl der Trend schwach ist. Ja, das finde ich persönlich ein bisschen interessant. Wobei ich hier vielleicht in der letzten Phase ist er stärker geworden, nicht ganz so stark. Also das ist eigentlich, muss ich auch sagen, etwas ungewöhnlich. Ja, das finde ich also wie gesagt sehr interessant eigentlich von der Preisaction her. Aber hier, wie gesagt, meistens schwacher Trend, Korrektur. Ja, oben schwacher Trend, war ein bisschen länger. Und er müsste jetzt korrigieren. Und ihr seht, er will, aber das ist ein ganz verzwickter Markt. Ja, man darf da auch keinen verurteilen, der jetzt, sagen wir mal, so eine kleine Crash-Prognose macht, weil es ist einfach ungesund, aber der Markt kommt nicht runter, sage ich mal. Ja, das ist jetzt hier das Daily, glaube ich, habe ich hier reingemacht. Weiß ich gar nicht. Ja, etwas Daily. Wie gesagt, wir haben immer wieder die leichte Gefahr einer Korrektur. Es ist einfach ein schwacher Trend. Das heißt, wir sind leicht bullisch von der Parabolik, die aber keine so richtige Distribution zeigt. Ja, würde ich eher als Range leicht steigend in eine Range. Ja, und traden würde ich das eben mit Vorsicht. Würde ich dann vielleicht könnte man Straddle machen. Man könnte leicht longen mit einem billigen Put. Das ist ja jetzt billig aufgrund der geringen Vola. Könnte man versuchen, long zu gehen zum Beispiel. Ja, wenn du long gehst und ein, zwei Wochen Laufzeit nimmst, wäre das ja auch ein Straddle. Warum? Du kaufst einen Put, gehst du long. Ist es ja eigentlich auch ein Straddle. Brauchst du nicht zwei Optionen nehmen dazu. Ja, das heißt, du wärst natürlich mit dem Future, sollte der Markt auch weitergehen. Gut, du kannst auch natürlich zwei Puts kaufen, die billig sind, vielleicht zwei, drei Wochen Laufzeit. Und wenn er runterkommt, würde dann ein Put natürlich dann in die Gewinnzone, der andere fängt dann den Put oder den Quatsch, den Future wieder auf. Das wäre die momentane Situation, die ich das einfach mal so analysieren würde. Ja, und alles klar. Bis dann.